Hallo ihr Lieben, heute machen wir Kerzen. Das heißt, es ist zwar schon eine Kerze, aber ich habe jetzt auch Sojawachs. Dann die Farben dazu. Hier haben wir noch ein paar Kerzen. Und vier Gläser, das heißt, ich mache vier Farben und das Ganze schmelzt sich jetzt erstmal und dann schauen wir weiter. Ich habe noch kein Gefühl so richtig, wie viel ich jetzt schmelzen muss. Ich werde auch das Restliche vom Wachs dann in eine Silikonform gießen, also in, dass da nochmal eine neue Kerze rauskommt. Aber erstmal machen wir das und ich schmelze das erstmal und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier alle vier Gläschen. Habe auch schon vier Farben rausgenommen. Und dann schauen wir mal. So, ich fange jetzt einfach mal mit einer von den kleineren an. Also ich habe ja einmal die und einmal die. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, ich lasse erstmal trocknen und dann gucken wir weiter. So, und jetzt habe ich einfach mal den Speedy angeschaltet und übernehme mal aus der Nachvertonung.
Und ihr seht, ich habe mehrere Sachen dann zusammen gemacht, habe es einfach mal versucht, mich da so ein bisschen rumzuspielen und eben so ein bisschen verschiedene Farben auch zu machen. Wie gesagt, für mich war es jetzt das erste, beziehungsweise ja fast eigentlich schon das zweite Mal, aber es gibt ja so viele Techniken, wie man vielleicht Sachen machen kann, worauf muss man achten, und dadurch war das für mich jetzt einfach auch ein bisschen was Neues und musste da so ein bisschen für mich auch ein bisschen schauen, wie kann man es am besten machen. Es gibt bestimmt auch schönere, bessere Varianten, und ihr seht schon, da bin ich auch an die Kante rangekommen. Also falls ihr größere Gläser habt mit einem breiteren, mit einer breiteren Öffnung, nutzt diese gerne, weil das macht es natürlich schwierig, wenn die sehr eng sind. Man muss doll aufpassen, dass man nicht an den Rand rankommt und sich dadurch so ein bisschen was zerstört. Also das kann ich als Tipp auf jeden Fall mitgeben. Zum Teil habe ich festgestellt, ich glaube, ich hätte es noch ein ganz kleines bisschen länger trocknen lassen müssen, aber das ist immer so ein bisschen Gefühlssache, und dementsprechend ist das aber auf jeden Fall auch was Schönes, was man auch mit Kindern machen kann. Nur an den Wachs selber, also an diese Gläser, die sind recht heiß. Aber dieses reine Tauchen finde ich für Kinder eben auch wirklich eine schöne Art, sich da mit den Kindern auch mal zu beschäftigen und denen mal was Neues zu zeigen. Ich habe dann zwischendrin immer so ein bisschen die Gläser nochmal erwärmt. Und genau, als eine Möglichkeit, die ich, wo ich dachte, ich schaue einfach mal, wie es aussieht. Ich habe dann über die Kerze das drüber laufen lassen, weil ich dachte, dieser Tropfeneffekt irgendwie, der kommt ganz gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ergebnis findet. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es jetzt nicht total doof, aber ich glaube, ich habe es mir schöner vorgestellt als gedacht. Und genau, also ich habe dann Tatsache eben das einfach mit einem Löffel drüber gemacht. Ich habe ja immer so meine Bastelwerkzeuge. Und genau, und wie gesagt, habe das immer wieder noch in den Topf halt schmelzen lassen. Das Schmelzen selber geht ja immer relativ gut und schnell, und dadurch geht das. Und wie gesagt, habe dann die Gläser immer wieder reingestellt, damit das Wachs nicht zu fest wird und ich dann eigentlich mit dem Schmelzen wieder von vorne anfange. Und genau, und mit den Resten habe ich dann eine beziehungsweise zwei Kerzen neu gegossen, habe die so ein bisschen trocknen lassen, und ich habe es auch im Schnellmodus gemacht, und es werdet ihr dann auch gleich sehen. Und genau, ansonsten so mein Zwischenpart ja immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten auch gerne ein Abo. Ich freue mich gerade immer sehr, dass wir ja schon ein paar Leute zusammen jetzt sind, die gerne meine Videos schauen. Ich habe ja letztendlich zwei Themen, die ich auf meinem Kanal habe. Das ist einmal die Musik und einmal das Basteln. Ich glaube, dass ganz viele nur wegen dem Basteln hier sind, aber vielleicht könnt ihr mir auch das mal reinschreiben, falls ihr bis hierher schon geschaut habt, auch die, die eigentlich sonst die Musik lieber schauen. Und aber ansonsten, genau. Wie gesagt, gerne ein Abo, einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über Kommentare. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wie dann euch die Ergebnisse gefallen haben und ob ich vielleicht noch mal eine Technik ausprobieren soll, die vielleicht was ganz anderes ist. Und da brauche ich natürlich auch immer mal wieder Ideen. Und genau, ihr seht bei der Kerze, ich habe irgendwie, ich glaube, ich stelle mich einfach manchmal dusselig an. Ich habe das Loch unten nicht so richtig zugemacht. Ich finde es auch immer wieder noch ein bisschen doof, dass eben die Kerzen oder die Silikonformen, dass man da halt das Loch selber auch reinmachen muss. Und weil sonst natürlich die Kerze falsch rum ist, wenn man es jetzt einfach nur den Docht unten reinmacht. Und dadurch das Loch reinmachen. Ich muss es aber auch wieder abdichten, weil sonst kommt eben das Wachs wie dort jetzt raus. Und genau, ich habe es dann, wie gesagt, so ein bisschen trocknen lassen und habe dann die mehreren Schichten, und die zeige ich euch dann auch gleich. Und ich habe so ein bisschen gehofft, also ich habe es nicht komplett trocknen lassen, aber ich habe so ein bisschen gehofft, da kommt so ein bisschen so ein schöner Verlaufeffekt hin. Ganz ist er das nicht geworden. Ich finde die Kerze trotzdem nicht schlecht. Da ist aber auch irgendwas passiert, was ich nicht nachvollziehen kann. Da ist so ein bisschen weich geblieben. Also es war wirklich noch komplett flüssig, obwohl ich es unheimlich lange habe trocknen lassen, durchtrocknen, aushärten, wie auch immer man das jetzt nennen möchte.
Und aber ja, also dementsprechend war das jetzt dann leider so ein bisschen schwierig und habe also nicht nur die große Kerze jetzt gegossen, ich habe auch noch eine kleine gegossen. Und übrigens, die Gläser waren wirklich heiß. Und genau, also dadurch musste ich so ein bisschen gucken, dass die nochmal ein bisschen abkühlen, damit es funktioniert. Und genau, ihr seht da unten, das ist schon ausgehärtet. Und genau, und jetzt habe ich noch die kleine, wo ich eben das Loch noch reinmache, beziehungsweise den Docht durchschiebe. Und genau, ich zeige euch also gleich das Ergebnis und bin gespannt, was ihr denkt. So, aber bevor ich euch die endgültigen Ergebnisse zeige, ich habe durch Zufall eigentlich mitbekommen, dass man auch so eine Wachsstifte hat. Also flüssig Wachsstifte, also viele Farben, und hatte dann überlegt, ich habe für eine Freundin zum Geburtstag dann eine Kerze gemacht und habe erstmal eine Probekerze gemacht, wo ich ihren Namen draufgeschrieben habe. Und es ist gar nicht so einfach, das muss man ein bisschen üben, das Gefühl für den Stift, für die Flüssigkeit zu bekommen. Und aber ich habe es jetzt im Schnelldurchlauf, weil es war nicht ganz so gut zu sehen, wie ich es gefilmt habe. Das tut mir leid. Aber es ist Tatsache einfach wie so ein Stift, ein dicker, fetter Stift, wo man dann die Flüssigkeit so rausdrückt. Ich habe irgendwann so ein bisschen die Tendenz gehabt, immer nicht gleich aufzusetzen, sondern erst zu drücken und dann diese Flüssigkeit so raufgleiten zu lassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, ich habe es nicht so schön gefilmt jetzt. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Aber wenn ich es nochmal mache, werde ich es auf jeden Fall schauen, dass ich euch irgendwie da anders die Kamera aufstelle und dann euch das anders zeigen kann. Ich habe auch einen Stift gehabt, da ging es irgendwie nicht. Ich weiß noch nicht, woran es jetzt gelegen hat. Da muss ich schauen, ob ich vielleicht nochmal ein Loch nochmal machen muss. Gut war eben auch, dass ich es ein bisschen was wegmachen konnte. Das ging gut. Man sollte es natürlich nicht trocken lassen und dann mehr wegmachen wollen. Aber so ging es jetzt wirklich ganz gut. Und konnte dann eben mit so einem Stück Zewer das Ganze noch wegmachen. Habe oben so noch auf die Kerze dann das Datum mit drauf geschrieben. Und genau. Und jetzt seht ihr noch die Ergebnisse. Und ich zeige euch auch gleich noch eine Kerze, die hatte ich schon gemacht. Aber das war so das erste Mal, wo ich noch nicht so richtig wusste. Aber die Kerze ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr schön geworden. Und auch die gegossenen Kerzen finde ich eigentlich auch ganz schön. Wie gesagt, da ist nur irgendwie, ich habe keine Ahnung, warum diese Farbe da drin so war. Aber wie gesagt, ansonsten hat sie auch eine ganz schöne Färbung. Und ja, ansonsten, ich verabschiede mich schon mal, wenn ihr in der Zeit jetzt weiterschaut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Pfingstsonntag, wenn ihr das jetzt schaut. Und hoffe, ihr habt schönes, verlängertes Wochenende. Ihr müsst hoffentlich nicht arbeiten gehen und könnt dann euch da so ein bisschen einen Tag mehr gönnen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis bald. Tschüss!